Moin Freunde, und da sind wir wieder bei Mirror Edge. Also wir haben schon ziemlich viel erlebt. Wir sind hier durch dieses Gebäude geflüchtet, haben da oben auf die Fresse gekriegt und sind hier runtergefallen. Man sieht noch den roten Pfad hier. Seht ihr das? So, von so einem OP-Typen. Da bin ich ja mal gespannt. Ja? Den werden wir bestimmt noch ein paar Mal wiedersehen. Aber wir failen erstmal. Geht ja schon gut los. Aber ich so damit beschäftige, mich mit euch zu unterhalten, ich glaube vergessen habe zu springen. Aber das Spiel, das bockt schon. Das macht Spaß, ne? Wie ist denn euer erster Eindruck? Hä? Ach, von da bin ich gekommen oder was? Ah! Ja. Ja, genau, hier waren wir schon. Wir nochmal hochlaufen. Wartlauf, springen! Schneller. Springen, springen, rutschen. Aber irgendwie das Rutschen gefällt mir nicht. Ich müsste weiter rutschen. Viel weiter. Seht ihr, das läuft doch. Das läuft doch. Kommt schon, noch ein paar Leute zum Fresser hauen. Macht Spaß. Mirror's Edge. Katalyst. Frag mich nicht, ob ich das richtig ausspreche. Wenn ich es nicht richtig ausspreche, dann tut mir leid, Leute. Dann schreibt mir, wie wir das richtig aussprechen. Erkundest du die Stadt, Faith? Komm nach Hause. Hui. Fokus Shell durch. Was? Free Running Aktion? Was auch immer das ist. Baust du ein Fokus Shell auf, der dich im Kampf vor Schaden schützt. Eine schnelle Beschleunigung durch die... Was? Eine schnelle Beschleunigung, durch die rasch ein Fokusschild aufgebaut wird. L1 und R2 halten, um die Verlagerung einzusetzen und die Geschwindigkeit aufzunehmen. Okay. Okay, okay, okay. Für dich, mit dem wir das hinkriegen müssten. Mit Noah sprechen. Was
sehen. Zeig mir das mal. Kein Problem. Und hier kommst du hoch in den vierten Stock, okay? Von dort aus gelangst und du dann... Und Noah? Was gibt's Neues? Die sollen heute eine Runnerin freigelassen haben. Echt? Dann gib ihr einen Run. Sie war ziemlich lange weg. Das tut ihr bestimmt echt leid. Vielleicht hat sie ja was gelernt, während sie weg war. Vielleicht. Es tut mir so leid. Du bist alt geworden. Ja, du blöde Kuh. Nett hast du es hier. Ja. Ist es okay, wenn ich einziehe? Davon bin ich ausgegangen. Und was ist mit dem Run? Sprich mit Birdman. Er sagt dir, was zu tun ist. Der Neue. Der ist ein bisschen verkrampft. Icarus? Mhm. Er ist okay. Der beste Runner, den ich kenne. Der Beste? Sprich mit Birdman, dann sehen wir weiter. Ja, ich bin hier. Dogan hat mir Grüße geschickt. Ja, das klären wir später. Jetzt geh. Überrasch mich. Ach, übrigens, da wartet ein Paket auf dich, Faith. Ich denke, dir wird gefallen, was du darin findest. Päckchen. Ah. Meine Klamotten. Nomad hat sie vorbeigebracht, direkt nachdem du geschnappt wurdest. Ich habe dein Beat mit deiner Kartenmod von Glass aufgerüstet. Du wirst sie brauchen, um dich zurechtzufinden und auch die kleineren Runs überall in der Stadt zu entdecken. Wie Sie sicherlich wissen. Okay. Das ist neu. Fortschrittbildschirm. Ein Überblick über Faith, Fortschritt und verfügbare Upgrades. Drücke X, um weitere Informationen zu erhalten, um ein Upgrade zu kaufen. Upgrade-Punkte erhältst du, indem du durch die unterschiedlichen Aktivitäten in der Stadt Erfahrungspunkte EP sammelst. Jedes Upgrade erfordert einen Upgrade-Punkt. Kaufe jetzt ein... Was? Beatkarte. Ah, da kann ich weiter rutschen. Das gefällt mir erstmal. Ah! Ah, hier gibt's Unterfenster. Ah, ah. Hier gibt's sogar eine Karte. Ah, nice, nice. Gut, gut. Ach, wir können uns jetzt frei in der Stadt bewegen. Ah, das ist ja cool. Das ist ja richtig nice. Wegpunkt setzen. Jo. Steht die Einführung von Reflexen kurz bevor.
Das ist halt auf der Karte. Fortschritt gespielt. Das finde ich cool. Das finde ich richtig geil. Weil vorher war das Spiel, das war so linear gehalten. Aber jetzt können wir uns frei in der Stadt bewegen. Das ist geil. Eines der wenigen Dinge, die sich überhaupt nicht verändert haben. Ah, da bist du ja. Was willst du? Oh, ich will dich einfach nur ansehen, solange du noch gesund und munter bist. Logan erwartet eine prompte Rückzahlung deiner Schulden, weißt du? Ja, die wird er auch kriegen. Ja. Ja, das wird er. Okay, dann lauf mal schön weiter. Ah ja, meine beste Freundin kommt also aus dem Knast und hält es nicht mal für nötig, bei mir vorbeizuschauen. Hey, no man. Wie geht's dir? Schon viel besser, jetzt wo du wieder frei bist. Und wie der Zufall so will, könnte ich auch gleich deine Hilfe brauchen. Ich bin gerade auf dem Weg zurück. Ja, habe ich gehört. Ich finde ja, der alte Mann kann warten, aber das ist deine Entscheidung. Falls du deine Meinung änderst, findest du meine Position auf deiner Karte. Okay, okay, okay. Alter Freund. Den besuchen wir doch erstmal. Alter Freund. Aua. Oh, was ist das? Was willst du mit dem Ding? Ich dokumentiere unsere Reise wie ein Tagebuch. Für Avani, wenn sie älter ist. Es geht ihr schon viel besser. Ja, aber sie ist immer noch schwach. Wie wird sie von der Achse nicht allzu gut erinnern? Die Vorräte sind fast komplett. Firebird sucht noch ein Fahrzeug. Wir brauchen etwas Zuverlässiges. Das stimmt. Aber ich fürchte, das wird nicht ganz einfach. Hallo, vielleicht hilft uns Black November. Mit dem hätte ich gerne mit. Da ist sie, in Fleisch und Blut. Sogar in meinen Klamotten. Danke, dass du sie geholt hast. Wie läuft's bei dir? Naja, ich schlag nicht so durch. Du hast mir gefehlt. Ja, ja, also, wie kann ich dir helfen? Es geht um die Kastenlos. Sie bauen in den Greylands ein Warnsystem vor Kasek-Razzien auf, aber sie brauchen Steuerchips. Und zwar aus Allcom-Relais-Kästen. Steuerchips? Relais-Kästen? Okay. Wenn du diese Chips entfernst, machst du Allcom Probleme und hilfst gleichzeitig den Kastenlos. Bist du dabei? Klar. Du kennst mich. Ich bin die Erste, die anderen hilft. Tu ruhig so, als wäre alles egal. Ich weiß, warum du gesessen hast. Ja, weil ich blöd war. Wo finde ich diese Kästen? Nicht weit von hier. Ich markiere sie dir. Okay, alles klar. Okay. Dann suchen wir ein paar Kästen. Ich habe den Kastenlosen schon einige andere Komponenten besorgt. Mit diesen Chips haben sie dann alles, was sie brauchen. Ich habe den ersten Chip. Großartig. Der nächste Relaiskasten müsste ganz in der Nähe sein. Ich sollte dich warnen, Faith. In letzter Zeit sind ungewöhnlich viele K-Tech-Patrouillen unterwegs. Und die Kerle sehen aus, als wäre mit ihnen nicht zu spaßen. Das sind nicht die üblichen Trottel. Klasse, Nahkampf. Nutze mit L und L zurück. Was auch immer. Hier ist jemand. Du da! Rühr dich nicht von der Stelle! Mach dich fertig, Zecke! Aua! Arschloch! Und tschüss! Ich hab noch einen Chip eingesackt. Sehr gut. Wir werden damit etwas bewirken, das verspreche ich dir. Ach übrigens, hast du schon mit Dogen gesprochen? Nach allem, was man so hört, schuldest du ihm eine Menge Kohle wegen dem, was du getan hast. Ach,
Nein, noch nicht. Naja, ich bin mir sicher, du einigst dich mit ihm. Und falls nicht, begleite ich dich einfach ins Exil. Wir zwei werden die Greylands übernehmen. Mag es ja nicht wegzulaufen! Sollten wir nicht da? Habt ihr etwas gesehen? Hier ist eine Runnerin, Patrol. Wir ziehen die Runnerin. Bestätigt, Patrol. Hartnäckig. Und ich hab noch einen. Perfekt. Jetzt brauchen wir nur noch einen, dann war's das erstmal. Keine Bewegung! Was sollen wir jetzt machen? Wir ziehen hier gerade eine Flucht. Wir sind ganz gut. Control, wir nehmen eine Runnerin. Ja, stopp. Du wirst doch um Gnade betteln! Aua! Ihr macht das hier auch keinen Spaß. So. Alles klar. Hab was versucht. Lief nicht so, wie ich es wollte. Gut, aber wir haben ein Problem. Nicht weit von dir steckt jemand aus der Unterkaste in Schwierigkeiten. Hör zu. Nein! Sie müssen den Gridprint nochmal scannen. Hab ich schon. Sie hätten vor 3 Tagen zum Futter und Epsilon aufbrechen sollen, um es zu sehen. Limit fest. Faith, Nomad, was ist los? Kasek, was sonst? Ich hab im Knast genug von diesem Mist erlebt. Halt dich da raus, Faith. Ich hab dir doch gesagt, dass sowas ständig passiert. Das ist nicht dein Kampf. Doch, ist es. Vielen Dank. Das habe ich gesehen, Faith. Ich habe dir doch gesagt, du kannst mir nichts vormachen. Sie hat gerade diesem Unterkastler geholfen, Noah. Ja, sie kommt ganz nach ihren Eltern. Du sagst das, als wäre das was Schlechtes. Such in der Stadt weiter nach diesen Relais-Kästen, Faith. Die Kastenlosen werden dir dafür wirklich dankbar sein. Okay, jetzt müssen wir dafür sorgen, dass sie diese ersten paar Chips erhalten. Wo muss ich hin? Auf deiner Karte ist ein toter Briefkasten markiert. Sobald du bei Bergman fertig bist, nehmen wir deine Probleme mit Dogen in Angriff. Und dann können wir das alles endlich hinter uns lassen. Okay, okay. Hä? Hier? Kommt da hoch! Hier! So, dann so. So. Eine Lampe? Das war die magische Lampe. Lass meine Tür in Frieden. Geduld war noch nie deine Stärke, Faith. Dachte, du machst ein Nickerchen. Das machen doch alte Leute so. Pass auf, was du sagst, Faith. Ich schätze, mehr als 2 friedliche Jahre sind wohl nicht drin. Ja, ich hab dich auch vermisst. Noah will, dass ich dich teste. Ich habe ihm gesagt, das kann er vergessen. Aber ich habe einen Dash für dich. Der dürfte als Test genügen. Okay, klingt gut. Du hattest dein Futter, Calliope. Verschwinde! Ratten der Lüfte. Nie geben sie Ruhe. Aber sie sind nützlich.
Geduld war noch nie deine Stärke. Stimmt. Deshalb verstehe ich dich auch. Und jetzt ab mit dir. Zeig den anderen Runnern, dass du auch nützlich bist. Schön, dass du zurück bist. Ich nehme an, Batman will, dass du einen Dash bestreitest. Und ich kann mir auch vorstellen, welchen. Ich bin ihn früher so oft gelaufen, dass ich ihn mit verbundenen Augen geschafft habe. So. Was eine Landung. Und noch was, Faith. Die markierte Route ist nicht immer die beste. Es kommt allein darauf an, dass du das Ziel in der schnellstmöglichen Zeit erreichst. Welchen Weg du dabei nimmst, ist egal. Okay. Ach Mensch, ich muss mir das angewöhnen. Anfangen bin ich damit zufrieden. Schauen wir uns die mal an. Ich möchte hier erstmal alles erkunden, ey. Was ist das denn? Ich brauche deine Hilfe. Wir konnten gerade mit Mühe und Not einen Kruger-Sack-Angriff auf den Beat abwehren. Dabei sind jede Menge Daten über die ganze Stadt verstreut worden und sie kann jetzt durch den Grid. Zapf bitte jegliche Leaks an, die du findest. Hey, Runnerin, hier sind zusammen. Ich habe hier ein Paket, das unverzüglich ausgeliefert werden muss. Du musst allerdings vorsichtig damit sein. Wenn die Ampulle darin zerbricht, haben wir womöglich ein Problem. Kriegst du das hin? Wenn irgendjemand bei Elysium Labs rausfindet, dass ich diesen Prototypen gestohlen habe, ist meine Karriere... Ups. So viel zum Thema aufpassen. Ich habe hier ein Paket, das unverzüglich ausgeliefert werden muss. Du musst allerdings vorsichtig damit sein. Wenn die Ampulle darin zerbricht, haben wir womöglich ein Problem. Kriegst du das hin? Wenn irgendjemand bei Elysium Labs rausfindet, dass ich diesen Prototypen gestohlen habe, ist meine Karriere beendet. Aber das ist es wert. Die Kastenlosen sterben in den Greylands und diese regenerative Formel wird ihnen helfen. Diese armen Seelen werden von allen möglichen Krankheiten heimgesucht und niemand unternimmt etwas dagegen. Nun, das hat jetzt ein Ende. Ich weiß nicht, ob es die Lösung ist, aber zumindest versuche ich es. Ich kann nicht einfach untätig zusehen, wie das Konglomerat auch noch das letzte bisschen zerstört, das den Kastenlosen geblieben ist. Das wäre beinahe schiefgegangen. Den nehme ich noch mit. Jetzt schaffen wir das noch. Lauf, 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 lauf. Jetzt ist knapp, jetzt ist knapp, jetzt ist knapp. Jetzt fangen wir gleich an. Da ist doch viel zu weit!
war. Und das ist gelogen. Die ist nicht zerbrochen, ich war zu langsam. Ich habe hier ein Paket, das unverzüglich ausgeliefert werden muss. Du musst allerdings vorsichtig damit sein. Wenn die Ampulle daran zerbricht, haben wir womöglich kein Problem. Wenn irgendjemand bei Elysium Labs rausfindet, dass ich diesen Prototypen gestohlen habe, ist meine Karriere beendet. Aber das ist es wert. Die kastenlosen Sterne. Nee, das war scheiße. Kann ich das irgendwie neu starten? Die lassen wir erstmal. Das brauche ich erstmal noch ein bisschen für. Bringen wir erstmal die Chips weg. Wegpunkt. So, dann hatten wir auch schon Upgrade-Punkte. Wenn man das jetzt ist. Waren da jetzt die Upgrades? Durchzubewegen. Bleib konzentriert, bis du das Ziel erreicht hast. Wenn du stehen bleibst oder zu viele Fehler machst, wirst du es nicht schaffen. Bleib fokussiert, Faith. Okay. Ich darf nicht mal welche töten? Och Mensch. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns die Mission in der nächsten Folge an. Ich hoffe, dass ich nicht wieder fehle. Und wir hören uns. Auf Wiedersehen.